Guten Tag Leute, hier spricht wieder euer Peter Kim. Heute ist wieder Champions League Time. Und heute spielen wir in Mailand, genauer gegen Inter Mailand. So bin ich jetzt mal gespannt, was das für ein Spiel heute wird von Bayern. So, gegen die Inter wird es schwer, aber ich denke Leute, wir werden heute ein paar Spieler mal eine kleine Pause gönnen. Könnten wir. So werde ich mal ein bisschen paar Spieler mal ein bisschen umbauen, Leute. Weil ja, uns Mittelfeld geht eigentlich, Abwehr geht auch noch. Aber Bernat ist ein bisschen, Bernat ist halt ein bisschen sehr angeschlagen, Leute. Und jetzt regnet es auch noch. Oh Mann, das ist nervig, Leute. Wenn es jetzt noch regnet, aber naja, was können wir ändern, Leute? Wir können doch nicht mehr viel ändern, oder? Oder Leute, was können wir doch noch ändern? Regenwetter ist halt heftig und wir wissen es, Leute. Wir brauchen ein gutes Rennspiel. Am besten 1, 2 Tore schießen und dann ist alles wieder gut. Dann wäre es am besten so 2, 3 Tore schießen. So 3, 4 Tore schießen. Und dann können wir so ein paar Tore schießen. Und dann können wir uns ins Viertelfinale Rückspiel gelassener spielen, finde ich, Leute. Aber das San Siro ist einfach ein cooles Stadion, finde ich. Stadion ist halt sau cool. Schön groß, passt alles abartig gut. Und das Problem ist, Leute, Man U ist auch noch dabei, Barca ist dabei, Madrid ist dabei und natürlich unser Angstgegner, die Wölfe. Und natürlich die defensiv starke Mannschaft Atletico Madrid. Oha, Manometer. Hoffen wir mal, dass wir heute ein gutes Spiel abliefern können. Hier in San Siro und dann wäre es gut. So, ein schönes 2-3-0 wäre am besten. Dann wären wir auf die Nummer sicher, Leute. Aber also schau mal einfach, was passiert. Mal ändern können wir es ja eh jetzt nicht mehr viel, Leute. Jetzt geht's los zwischen Inter Mailand und FC Bayern München. Und Anstoß und weiter geht's, Leute. Und Menü. Mailand hat Anstoß gehabt und Bayern muss den Ball erstmal wieder nachjagen. Achtung, Bayern. Ah, Sanchez hat ihn. Und Diego macht sein Tor, Leute. Diego, Alter, Diego macht dieses schöne Tor vom FC Bayern. Und das ist natürlich ein schönes Start für dieses Spiel. Für Bayern 1-0 führen wir. Somit haben wir es auswärts so gemacht. Das ist wichtig. Das zählt doppelt fürs Rückspiel. Und das ist wichtig. Boah, mein ein schönes Spiel. Man muss sagen, das war ein Glückstor. Aber ach, bisschen man Pech für Mailand. So früh in der ersten Halbzeit. Schon ein Tor zu kassieren.
Aber in der Zeit jetzt mal Angriff, Fußball, Leute. Alla fast das zweite Tor von Diego Alcázar. Alter, was für ein Tor. Hunger hat Diego heute. Achtung, Matsumas. Ich warte noch, ich bleibe in der Mitte. Und Müller macht mal wieder den Sprinter. Achtung, Lewandowski geht mit. Alter, was ist mit Diego heute los? Alter, will er heute zeigen, was er kann oder was? Alter Schwede, Respekt, Alter, Diego. Ein bisschen zu steil und ein bisschen zu schnell für unseren Lewandowski. Hoffentlich gibt es keine gelbe Karte für Müller. Nein, es sieht nicht danach aus. Gut. So, Bayern natürlich jetzt weiterkämpfen. Immer ruhig das Spiel nach vorne ziehen. Junge, Junge, was hat Bayern heute vor? Und Inter, was durch dieses eine Gegentor, was muss Inter muss jetzt aufpassen. Boateng geht mit. Und Boateng zeigt, was er kann. Und Müller startet wieder. Und Müller startet wieder wie immer. Ah, auf Diego war es ein bisschen zu überzeugend. Ja. Hä, was war denn das für ein Pass? James, ah, das war nicht. Taktisches Foul, Leute. Nicht aufregen, Matsumas. Einfach weiterspielen. Ruhig weiterspielen, Matsumas. Einfach ruhig weiterspielen. Einfach ruhig das Spiel machen und dann einfach ruhig. Was? Aber es ist richtig gut, was die Bayern machen, wie die spielen sozusagen. Mit David Alaba, der hier schon aufräumt da hinten. Oh, kriegt doch Lewandowski noch eine gelbe Karte. Oha, das war. Oder hat aber Lewandowski auch ein bisschen Glück gehabt? Das hätte auch vielleicht rot werden können. Oh ja, aber Bayern spielt ein gutes, souveränes Spiel, Leute. Bis jetzt konnte Inter noch keine gute Torchance anbieten. Oh, ein bisschen zu lange gewartet, Müller. Ich wollte in die Mitte passen, aber es war dann doch nicht so gut.
Und Müller, ich glaube, Müller hat seine Position hier gefunden, Leute. Sanchez, ah, war ein Fehler, aber. Okay, Sanchez, vielleicht war es doch nicht so gut, aber mach. Mach einfach weiter, Sanchez. Spiel einfach dein Spiel weiter. So, die erste Halbzeit ist fast zu Ende, Leute. Und das erst die erste Hälfte zwischen Inter Mailand und FC Bayern München endet 0-1. So, Leute, jetzt eine kleine Teepause von einer Viertelstunde, Leute. Und dann spielen wir die nächsten 45 Minuten. Und Barca führt in Madrid. Du, das könnte Aachen wie... Könnte auch wichtig sein für Madrid, fürs Rückspiel für Madrid, Leute. Weil in Madrid zu verlieren ist sehr hoch immer. Deswegen ist es ja auch gut, was Barca macht, dass sie hier gewinnen können. Weil gegen Madrid zu gewinnen, ist halt immer richtig schwer. Ist richtig schwer, muss man echt sagen, Leute. Ja? Aber ich denke, wir haben eine gute Chance heute. Schon eine kleine Vorentscheidung ins Halbfinale zu kommen, Leute. So, Spieler werden wir jetzt mal, ein, zwei Spieler werden wir jetzt mal rausnehmen, weil... Müller ist schon fast tot gelaufen, Leute, Müller. Oh, gegen die Frankfurt spielen wir bald. Okay, da bin ich jetzt mal gespannt, was Bayern jetzt in den letzten 20 Minuten macht. Und das Wichtigste ist hier eigentlich, was macht Bayern? Gehen sie aufs zweite Tor oder verwalten die das 1-0 oder besser gesagt das 0-1? Das bin ich jetzt mal gespannt, Leute. Was macht Bayern? Hoffen Sie, das Spiel irgendwie über die Zeit zu retten. Aber das kann schief gehen, Leute, wenn man auf Tor halten geht.
Wenn man auf Torhalde geht, dann verliert man das Spiel. Besser ist auf Tor zu spielen. Das ist besser auf das zweite Tor gehen. Ah, meine Kacke. Aber ein bisschen fester schieße wäre doch gut gewesen. Aber für Bayern sieht es natürlich gut aus. Verletzung. So, Bayern führt 2-0 und Diego ist heute der Glückspilz heute, Leute. Alter, Diego will heute mal zeigen, was er kann, Leute. Bayern führt 2-0. Das Spiel ist wahrscheinlich zu 90% entschieden. Inter Mailand braucht eigentlich, wenn sie noch eine Chance haben wollen in München, brauchen sie noch ein Tor, Leute. Dass sie mindestens irgendwie eine minimale Chance haben, Leute. So, jetzt werden wir noch mal auswechseln. Dass wir das Mittelfeld noch ein bisschen safe kriegen. Und Abwehr passt ja eigentlich. So, noch eine gute Viertelstunde zu Spiel. Achtung, jetzt muss man aufhören. Ah, das dritte Tor, das wäre das Spiel des Halbfinale safe, glaube ich fast, Leute. Wenn wir das dritte Tor schießen, wäre man safe. Wenn wir das dritte Tor schießen mit Bayern, dann wäre man safe, aber das wäre ein bisschen zu heftig, wenn wir wirklich das dritte Tor schießen. So, Alter, du hast jetzt wieder Neuer wieder Glück gehabt, Alter, Neuer zeigte, oh, Alter, da habe ich gedacht, Leute, der Ball geht rein, Alter, jetzt, nach der Zeitlupe. Alter, warum lauft Bayern jetzt ein bisschen die Spieler weg, Alter? Das ist ja heftig jetzt in der zwei kurz.
Alter, das ist ja heftig, Bayern. So, aber das Spiel ist entschieden, Leute. Das Spiel ist entschieden jetzt. Schiedsrichter müssen nun mal gleich abpfeifen. Und hat abgepfiffen. Bayern gewinnt hier in San Siro 2-0 und hat richtig gute Vorteile fürs Rückspiel in München und Einzug ins Halbfinale der Champions League, Leute. Das muss man sagen, das hat Vorteile Bayern, ne? Bayern kann ins Halbfinale kommen, Leute. Ja, kann ins Halbfinale. So, jetzt schauen wir noch, ob. Oh, und Barca sieht auch gut. Für Barca sieht es auch gut aus. 2-0 gegen Madrid. In Madrid, das muss man sagen. In Madrid 2-0 gewonnen. Was richtig schwer ist. Es gab noch nicht viele Teams, die gewonnen haben gegen Madrid. In Madrid. Ja, ne? Wer in Madrid gewinnt, das ist schon ein Leistung. Aber Leute, gegen Eintracht Frankfurt spielen wir erst beim nächsten Mal. Somit sagt wieder euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und PG, bis dann.